So. Ich hoffe, heute werde ich nicht allzu sehr überfordert. Let's go, hallo Barmut, was geht? Alter Lego, let's go, oh mein Gott. Smart. Das möchte ich auch haben. Oh no, Tashi, ich hatte vergessen. Ich hatte überlegt, was ich aufbauen wollte und dann dachte ich mir, komm, wie kann man Nein zu Sophie sagen? Sie hat auch die coolere, ich mag schon das Blaue, aber Dings hat keine blaue Tür. Dieses Reh finde ich nicht so geil. Come on, wir fangen mit den OG-Sachen an. Wenn wir noch Zeit haben, bauen wir vielleicht noch was anderes auf. Ich gehe mal davon aus, dass ich von 7 Schritten nicht überfordert werde. Also, ich habe schon nachgeschaut, es sind 2 Anleitungshefte. Ach ja, übrigens. Glaube, das wird ab jetzt zum Trend. Oha, wir haben hier so ein paar. Wir haben ja so ein paar interessante Bodenplatten, sehe ich schon mal. Ansonsten 4, 6, 5, 4, dann haben wir hier ein paar Bodenplatten. Wir fangen mit Sophies Haus an. Dann müsste das hier die 2 sein und dann müsste das hier die 7 sein. Aber es scheint echt nicht so viel zu sein. Also es sind wenig Teile. 2 Anleitungshefte. Normale Dicke, würde ich sagen. Hab das Ganze als PDF schon mal besorgt. Man kann die Fenster und Türen von einem anderen vertauschen. Ja, aber dafür muss ich eh erstmal beide aufbauen. Und so fange ich halt mit Sophie an. Zur Not kann ich die Häuser noch rumswitchen. Das ist voll das coole Feature. Der Schirm sah cool aus. Ja, generell. Also ich hab Bock, aber ich hab auch Lust, dass sie nachlegen. Wir brauchen Eugen. Wir brauchen Eugen. Wir brauchen Schubert. Tschüss, Euphemia. Vielleicht brauchen wir auch KK. Autsch. Bleib sitzen. Flip wäre cool. Aber ja, als Schubert würde ich halt extrem feiern. Bei dem Set mit dem Wasserfall habe ich die Papiertüte. Oh, du hast Papiertüten bei dem kleinen Set? Das habe ich noch nicht aufgemacht. Okay, dann würde ich sagen, das Schirmchen kommt, glaube ich, sogar direkt. Das schaffen wir locker in einer Stunde. Das ist ja der Wahnsinn. So, lass mal Anleitung anmachen. Und dann, ja, habe ich den Chat basically da drüben. Zur Not muss ich ein bisschen rüber. Muss ich ein bisschen runterscrollen. Ich erlaube euch, wie gesagt, wie immer, wenn ich irgendwas verpasst habe, dann dürft ihr es nochmal schreiben. Passt das Lautstärke technisch? Mir kommt die Musik sehr leise vor. Ah, bisschen mehr Stoff können wir noch geben. Animal Crossing Musik ist jetzt nicht dafür bekannt, sehr laut zu werden und sehr auf die Ohren zu gehen. Hürde Nummer 1 wird ausgepackt. Jo, das ist die. Oh mein Gott, die ist riesig. Bei dem Zappel dürft ihr. Bei dem gut, dass ich die Mego-Situation kenne. Ja, ich habe zwar das Gefühl, dass ich. Ich bin immer noch ein bisschen wumm, sage ich jetzt mal. Also, ich hatte. Ich hatte eine kleine Neurodermitis quasi, weil ich vergessen habe, diese Sakimakura zu waschen. Echt Volltrottel. Und nach dem zweiten Waschen hat es dann nicht mehr wehgetan. Brechen wir es halt so aus. Nur, ich sehe auch nur eine Tüte in der anderen. Alter, Miezi. Jetzt Baum Miezi. Ich weiß gar nicht, ob ich Sophie jemals hatte. Wen ich auf jeden Fall unbedingt haben will. Es führt kein Weg dran vorbei. Liliane. Liliane muss einer der Fan-Favorite-Villager sein. Es ist wahrscheinlich die beliebteste von den Fröschlis. Liliane, sieht die aus. Ist halt so ein türkisfarbener Frosch mit so rosa Wangen, super niedlichen Girly-Augen. Ist Liliane. Liliane muss kommen. Und sie kriegt eine Schleife. Braucht sie ehrlich gesagt nicht, aber meinetwegen. Oh, ist das toll. Oh mein Gott. Ey, ich hab ja vor. Ey, das sieht dumm aus, macht die Schleife weg. Vor Jahren habe ich ja schon Animal Crossing Lego gespielt, aber damals noch mit den Fabulantieren, weil ich aus irgendeinem Grund sehr viele davon hatte als Kind. Das kommt mir jetzt wieder sehr laut vor. Naja, ist gerade so eine Kotzgrenze. Schön Blümchen zum Anpflanzen. Ich habe mir eben geguckt und ich bin nicht so interessant, wenn ich ehrlich bin. Liliane jetzt? Oh, damn. Liliane nicht gut finden, ich meine, es ist halt deine Sache, so. Ich
Ich liebe die und ich hoffe, die kommt. Warum Bäumchen? Boah, wir sind echt flott unterwegs. Das ist ja der Wahnsinn. Das wird ein Any Percent, das wird ein Tass. Boah, stellt euch Lego Tass vor. Abgesehen davon, dass sich das wahrscheinlich nicht umsetzen lässt, weil halt die Steine fallen, aber einfach so ein Programm, was die Steine in perfekter Geschwindigkeit zusammensetzt oder so. Einfach ein Lego-Tag. Oh, da hat mich tatsächlich jetzt das Peanut Butter Gamer Video gespoilert. Aber tatsächlich sind wohl in dem Baum selber noch Sachen versteckt. Aber richtig hatte ich die auch noch nie gehabt. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt jeder schon mal jeden Bewohner hatte, ist halt auch relativ gering. Ja, wisst ihr, wie viele Bewohner es gibt? Stimmt um die 500. Würde ich jetzt einfach mal chatten, wo? Lass mich raten, jetzt ist hier genau. Wir haben jetzt zwei außen und dann haben wir hier einen Punkt drin. Das ist eigentlich super basic. Und das Schöne ist, diese Bäume werden ja immer so gebaut. Und ich mag das auch, wenn die einheitlich aussehen. So, wir haben das typische Animal Crossing Bäumchen Design. Ich meine, es gab so ein ähnliches Formteil von, will ich sagen, Baby Lego. Was war das eigentlich? Es war so. Es waren so Creator-Sets, aber mit so großen Formteilen. Ich weiß nicht, ob die Serie jetzt spezifischen Namen hatte. Wisst ihr, was ich voll cool finde? Robby, den Roboterfrosch. Ja, der ist cool. Generell alle Frösche sind cool. Und das Pilz. Kleiner Mario-Pilz. So, das heißt, es ist aktuell Herbst im Spiel. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe gesehen, bei dem Julian-Set, beziehungsweise Julian, ich glaube, der heißt Julian auf Deutsch, ich bin mir nicht sicher. Nee, warte, heißt er nicht. Weil Leute sagen auf Englisch immer Julian's Birthday oder Jimmy's Birthday. Ich weiß nicht, wie der heißt, ich hatte den auch noch nie. Das ist halt die Sache. Okay, jeweils zwei Blümchen. Er heißt bei uns Jimmy, okay? Ansonsten, wen ich auch noch gerne hätte, wäre halt Bewohner, die es halt noch nicht als Animal Mold gibt, würde ich einfach mal behaupten. Ich meine, Katzen haben wir jetzt schon. War schon das Bäumchen, krass. Was gibt's denn alles für Tiere? Wir haben jetzt eine Katze, wir haben einen Reh, wir haben ein Pferd, technisch gesehen, nur halt mit Horn. Wir haben Eichhörnchen, Eichhörnchen sind halt Poggers. Da könnte ich ja auch 50 aufzählen, aber es gibt so viele Tiere. Theoretisch gesehen, ja, von den Hunden bin ich jetzt nicht so überzeugt, aber ich meine, die gehören dazu. Es gibt Äffchenbewohner, es gibt... Ich mag Krokodile, sie könnten Markus oder sowas bringen. Oder diesen Drachenbewohner, Frederik. Den fand ich cool. Ja, der hat Frühling Geburtstag, aber das Ding ist, wenn er im Spiel Geburtstag hat, sind keine Kirschblüten. Das heißt, das ist ein Fehler. Filmfehler. Das hat mich bewegt. Cooler Funfact. Okay, Schirmchen. Ich könnte schwören, dieses Schirmchen gab es schon mal in irgendeinem anderen Set. Vielleicht nicht ganz die gleiche Größe, aber ich hatte so ein ähnliches Schirmchen. Das schreit auch förmlich nach, wie heißt dieses Lego, was vor Friends kam? Belleville. Kennt ihr Belleville? Das war auch so ein bisschen quasi Mädchen-Ästhetik, aber es war halt noch eigentlich Lego City. Es war eher so Lego City... Kalifornien mit einem Hauch Synthwave-Vibe. Wenn man so ganz ehrlich ist. Das war im Endeffekt. Gott, ich frage jetzt mal den Namen Bellevue. Bellevue? Belleville. Bellevue ist Nord in Berlin.
Gut, wollen wir jetzt über die Partner Direct reden? Partner Direct, es war eine Indie Showcase. Ich meine, der Short ist oben. Ich habe den diesmal versucht, noch am gleichen Tag freizuschalten. Mal schauen, ob es was bringt. Null. Ich habe eben geguckt, sieht wie League of Friends in alt aus. Ich meine, technisch gesehen ist es das. Alter, ich habe eine Waffe. Ich habe einen Krümelkeks und eine Waffe. Waffles. Es gibt ja auch so einen Schokoladenriegelteil. Das habe ich unter anderem zweimal in so einer Elfsinsel. Und einen Teetass. Wisst ihr, was sie bringen können? Oh mein Gott, jetzt fällt mir was ein. Also zum einen Villager Modes. Ich verlange menschliche Villager. Und bitte macht nicht... das Problem ist, macht die bitte nicht so, dass sie dann normale Lego-Menschen sind zwischen den Animal Crossing. Weil die müssen schon so einen riesen Kopf haben. Sonst ergibt das keinen Sinn. Und zum anderen, weil ich gerade diesen Topf sehe, warum nicht einen Elefanten? Es gab im Animal Crossing OVA-Film gab es einen Elefanten. Ich meine, auf Englisch heißt sie Eliza. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Tut mir leid. Ein blaues Fahrrad. Ich glaube, das ist das moderne Fahrrad. Wobei, hat sich das Lego-Fahrrad je verändert? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das hat sich im Grundstock nie verändert. Eventuell ist dieses Ding dazu gekommen, dass das hier so einrasten kann. Aber ich glaube, nee. War immer gleich. Fahrräder sehen eigentlich seit Anbeginn der Zeit so aus. Ja, genau. Wenn ich so drüber nachdenke, die Powerpuff Girls haben, glaube ich, sogar den perfekten Kopf dafür. Von der Größe. Halte ich fest. Da. Oh nein, sie hat sich alles gebrochen. Baut das Animal Crossing Krankenhaus, um sie zu retten. Außerdem, sie ist ohne Lampe gefahren. Das heißt, selber schuld, wenn sie sich aufs Maul packt. Und als nächstes kommen wir zum... Achso, warte, das ist alles. Wir haben aber ganz schön viele Ersatzteile, wenn ich das mal anmerken darf. Also, das ist eine Menge. Ich muss mal gucken, wo ich das hinmache. Ich habe hier eine kleine Gameboy-Hülle. Da könnte ich das mal reinmachen. Übrigens, ich würde aufpassen beim Transportieren. Das kann alles sehr schnell kaputt gehen. Das ist mir selbst schon mal passiert. Ich habe jetzt auch nur entschieden, dass ich das aufbauen will, weil ich jetzt neue Regale habe, wo ich das zumindest draufstellen kann. Bevor ich irgendwie anfange, ein krasses Diorama daraus zu machen. Apropos Teile-Trenner. Ich hab schon viel. Ich soll auch nachmachen. Aber was mich jetzt wundert, ist, wieso ist hier noch so ein Stab? Für den Fall, dass der zerbricht. Ich wollte gerade sagen, keine Tüte in der Tüte, aber ich hab mich gehört. Hier ist Tüte in der Tüte. Oh mein Gott, das ist der Einhorn aus New Horizon, der irgendwas gespielt hat. Oder? Warte, oder ist es einfach nur 17 Uhr? Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ihr kennt diesen einen... Ah nee, es ist tatsächlich einer der Stundensongs. Aber kennt ihr diesen einen Song in New Horizon, der einfach immer gespielt hat? Immer, permanent, er hat einfach nie aufgehört. Bevor man das Rathaus hat, spielt er immer das gleiche Lied. Immer die gleichen paar mit, wollte ich sagen. Wo ist die Wiener Pfeffer? Wo ist meine Wiener Pfeffer? Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Animal Crossing GameCube Soundtrack zu hören. Und ich hoffe, wir kriegen 18 Uhr zu hören. So, lass mich raten, was kommt jetzt hier ran? Im Idealfall bauen sich alle Häuser gleich. Das ist so cool. Es klingt halt ultra langweilig, aber je mehr Routine man darin bekommt, desto besser. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nee, habe ich nicht. Okay. Was wollte man nicht? Ich habe nur einen. Ist die weggeschmissen? Warte, ich brauche Grün. Das ergibt auch keinen Sinn. Oder sollten die dann wieder sein? Haben die jetzt Scheiße gemacht?
Oh, ich hab Scheiße gebaut. Das muss lila sein. Ja, stimmt, ist schon so lange her, dass ich vergessen habe. Tüte in der Tüte. Ja, ist normal bei Lego. Größentechnisch ist das eigentlich ganz nett. Ich glaube, was Leute kritisieren an den Sets ist, dass die keine richtigen Dächer haben. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich euch mal zeigen müsste gleich? Muss ich am Ende mal herholen. Ich habe ja selber ein Animal Crossing Haus gebaut. Schon als Kind. Technisch gesehen ist das, glaube ich, das Letzte, was von meinem Animal Crossing übrig geblieben ist. Weil mir ein damaliger Freund quasi empfohlen hat, dass ich das nie kaputt machen darf, dass ich immer darauf aufpassen muss. Und ja, hab's dann keiner gemacht, weil ich halt... Warum soll ich nicht machen? So, ich hab keine Steine davon gebraucht. Wobei, vielleicht war ich ein, zwei Mal ganz kurz davor, aber ja. Aber ernsthaft, mittlerweile hat kein Lego aus dem richtigen Dach, weil ich darüber beschwert habe, keine Sets gehört. Hä? Ich meine, diese Häuser... Generell, ich bin großer Fan davon, wenn man Häuser zuklappen kann. Aber ich glaube, das auszuarten, das würde jetzt in Spoiler übergehen. Deshalb... Das ist eine Überraschung. Ich finde, das hätte man in hellgrün machen können. Das fände ich jetzt blöd, warum ist das dunkelgrün? Hätte natürlich niemandem wehgetan. Das ist auch nicht symmetrisch. Ah! It's unplayable. Man. Ja, New Leaf. Boah, ich habe gestern tatsächlich noch mit Jen ein bisschen Animal Crossing gespielt. Also ich kann mir vorstellen, das Spiel ab und zu mal anzuschmeißen. Das Spiel, ich habe auch gesagt zu den Leuten, die jetzt schon wieder sagen, ja, wann kommt das nächste Animal Crossing? Wir brauchen eigentlich kein neues Animal Crossing. New Horizon hat eine ziemlich stabile Engine. Das Einzige, was wir brauchen, ist halt Content. Beziehungsweise Content-Beschäftigungs-Dingens, was... im Endeffekt so ein paar Minigames, die vorgefertigt funktionieren. Und Hallöchen, Foxy. Ich habe auch wieder meinen Traum rezitiert. Mein DLC-Traum. Der Traum, der verdammt nochmal den Happy Home Paradise DLC predated. Wo einfach Tom Nook ankommt und sagt, yo, gib mir Geld, ich will eine verlassene Insel aufkaufen, die in der Nähe ist. Und dann bezahlt man irgendwie einen Arsch voll Geld, damit Tom Nook diese Insel kaufen kann. Und dann ist da so ein verlassener Freizeitpark drauf, den man dann Stück für Stück aufbaut. Da sind so ein paar Attraktionen drauf, die man tatsächlich fahren kann mit anderen Spielern. So, keine Ahnung, so ein Riesenrad, was man dann fahren kann. Klar sitzt man da auch bloß nur rum, aber hey, es ist cool, wenn man tatsächlich in die Sachen einsteigen kann. Und so. Danke für den High Five. Was für eine Demo, ich denke, er meint Anton Blast. Okay, zwei davon brauchen wir. Das ist das Haus mit Geschenken? Nee, das ist der Laden. Aber die Häuser sind, glaube ich, identisch vom Bauen. Macht mein Leben ungemein einfacher. Und macht es auch den Mockern einfacher, mehr Shit zu bauen. Ich sehe das als einen absoluten Win. Oh, da hat jemand gezittert beim Einscannen. Aber ja, auf jeden Fall kannst du dann halt die Insel... Du hast ein paar Flächen in dem Freizeitpark, die du halt mit Sachen zustellen kannst. Da kannst du den Godzilla aufstellen oder das Tassenkarussell oder sowas oder ein paar Blumen und sowas. Aber halt, es gibt Wege, die fest sind und es gibt halt Stellen für Attraktionen.
Und dann kaufst du verschiedene Attraktionen oder vielleicht auch so ein Essensrestaurant-Dingens. Ich habe die Idee geklaut von Happy Home Designer, wo du ja auch am Anfang designst du noch Häuser und später designst du auch, ja, du designst auch eine Schule und so ein paar Sachen. Ich meine, das gibt's auch bei Home Paradise, dass du so ein paar öffentliche Gebäude designst, aber halt, ja. Hast du die Hotline Miami geholt? Ich habe mir auch was geholt, aber das erfahrt ihr erst am 27. Apropos kleine Erinnerung, am 27. ist der 12-Stunden-Stream. Ich fange wahrscheinlich um 10 Uhr an. Und dann endet das Ding wahrscheinlich um 22 Uhr. Oder ich fange um 11 an und es endet um 23 Uhr. Was ist euch lieber? Es ist ein Samstag. Wisst ihr eigentlich, was mich tierisch ankotzt? Like, gefühlt passieren an diesem Samstag, an diesem einen dummen Samstag, wo ich meinen 12-Stunden-Stream geplant habe, weil ich keinen anderen Samstag im April frei habe dafür. Da ist der Anime-Flohmarkt, da ist der Treff in dem komischen Europa-Center, da ist abends dieses Event, wo Neko geht. Da sind tausend Sachen. Und ich so, nö, das ist mein 12-Stunden-Stream. Guten Tag, Sir. Ab dem Punkt beharre ich halt da drauf. Ihr habt das gewählt. Es ist ein guter Tag. Nicht hauen. Nicht hauen. Warum hauen? Itachi sagt mir jetzt nicht, dass er an dem Tag nicht kann. Ich habe nämlich extra geguckt, dass ich an den Tagen kann. Ich habe nämlich extra geschaut, dass ich an den Tag spiele, wo dann auch Leute Zeit haben. Wie Körbo. Und Tashi, jetzt kann es natürlich sein, dass ich mich irre und Tashi an dem anderen Tag war, aber unangenehm. Ich glaube, Neko hatte für Sonntag gestimmt. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, falls ich das falsch wiedergebe. Eigentlich peinlich. Ansonsten 12 Stunden sind eine Menge Zeit. Ich habe mal auch so Spiele geplant, die man da spielen kann. Unter anderem werde ich auch ein paar, sage ich jetzt mal, untypischere Spiele spielen. Spiele, die etwas mehr Zeit beanspruchen. Oh, super, ich habe die Türklinke falsch eingebaut. I, das ist ein H, das ist ein H. I, I, ist ja eklig. Ich ein Sehfehler, das ist da wirklich kein H. So, Horrorsachen, nee. Aber sowas wie RPGs oder Isaac, was ich sonst nie spiele. Jedenfalls nicht on-stream. Oder ich habe ein paar Spiele, die ich mal angefangen habe, die man weiterspielen kann. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit. Ich werde auch wieder Mittagessen on-stream. Da können wir irgendwas angucken. Ich habe mir dafür Nuggies gekauft. Fertig, Nuggies. Das war eher ein Zufall. Habt ihr halt gesehen, es gab so ein Sonderangebot, so Chicken Nuggets. Ja, eigentlich, das Ding ist, ich habe keine Heißluftfritteuse mit. Ich brauche eigentlich eine. Aber ich versuche die dann wie beim Piratenstream im Ofen zu machen und. Ja, wird schon schief gehen. Dürft Isaac. Heize. Hä, hey, was geht denn hier ab? So, warum ist dieses Teil jetzt beige? Warum ist es beige? Aufregung. Wir wollen positiv bleiben. Kleines Laternchen mit Sonne, Mond und Sternchen reingesteckt. Hier an die Seite. Deswegen dem Dach so sein muss. Muss ich gucken? Wenn dem so ist, dann nehme ich das zurück, aber bisher ist es eher so. Ja, nee, weiß nicht. Laternchen. Hä, Moment. Wofür ist das?
Oh, bin da drin. Okay, das habe ich übersehen. Okay, Schwamm drüber. Wir haben wieder extra Teile. Hab keine Ahnung gerade. Ist kein Problem. Hier ist die Waffe. Nom nom nom. Waffe in der Pfanne machen. Sophie brat ein paar Waffeln. Ah shit, du bist gerade auf dem Fahrrad. Jo, das ist Animal Crossing GameCube Musik. Das ist meine Kindheit. Animal Crossing GameCube verbinde ich mit einer Videothek. Und tot. Voll überlesen. Weil ich gleich zu dir kommen möchte. Das klingt schon mal nicht so gut. Bin gleich wieder da. Wie lange benutzt du dafür, weil ich gleich zurückkommen möchte? Wir machen hier eh bis 19 Uhr. Ja, das Ad wird nur angezeigt im Dings. Aber danke, es war ein guter Versuch, Foxy. Keine Ahnung, 19 Uhr gucken wir den Film. Wahrscheinlich. Kurz nach 19 Uhr. Mal schauen. Bestimmt viel interessanter. Ansonsten, falls das hier nach einer Stunde. Oha, das wäre der Wahnsinn. Was meint ihr? Wenn ich jetzt schnell genug bin, soll ich dann einfach das andere Set auch noch mit in die gleiche Aufzeichnung schmeißen oder soll ich dann alles wegräumen und so tun, als wäre das ein komplett anderer Aufnahmetag? Und jetzt habe ich schon gespoilert. Mal gucken, überhaupt wie viel Zeit die sich bleibt. Hier auf jeden Fall eine Menge runterfließen. Aber ich sehe auch dieses Teil und dieses Teil finde ich cool. Dämliche Farbseuche. Das ist so ein verfickt cooles Teil und ich habe auch eins davon. Ding, 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 ding. Ein Laternchen, wobei es gibt keine Laterne in New. Wobei doch, ich glaube in New Horizons gibt es welche. Richtige Seite? Richtige Seite. Ein grauer Briefkasten. Warum ist der denn grau? Ist der nicht standardmäßig rot? Kriegt ihr jetzt auch so ein lustiges Fähnchen zum Hochklappen? Ja, los, los. Oh mein Gott. Leute, ihr glaubt nicht, was ich bekommen habe. Eine Einladung zu Smash! Du Drei Stück in grün im Café-Set von Friends aus der TV-Serie. Ja, irgendwas war mit Friends. Die haben irgendwie. Irgendwann haben sie mal die Character-Designs geändert, aber mehr weiß ich nichts davon. Warum bauen wir jetzt eine Pyramide? Das ist doch gar nicht das Haus von Anka. Oh, warte, das ist für die. Das ist für das Dach. Ich habe nichts gesagt. By the way, Anka heißt auf Deutsch Cleo, aber das weiß, glaube ich, kaum einer. Außer wenn du das Spiel tatsächlich gespielt. Ah, das ist immer. Ah, das ist wieder so ein Gatekeep-Bullshit, aber ich habe immer das Gefühl, wenn Leute die tatsächlichen lokalisierten Namen von irgendwas kennen und nicht nur die englischen Namen rezitieren, dann sieht man. Oder daran sieht man, ob eine Person das Spiel tatsächlich selber gespielt hat oder einfach nur wie YouTube-Content wahrscheinlich auf Englisch davon konsumiert hat. Was für Character Design? Ich meine, die Sitcom. Oh. Ja, ich dachte, Lego Friends hat auch eine TV-Serie. Irgendwas war da. Lol. War interessant, magst du denn diese Serie auch? Weil ich dachte immer, die ist voll alt. Ich habe keine Ahnung, wie alt die ist.
Das wäre so eine Serie, wo ich irgendwie. Das wäre wahrscheinlich irgendein Cartoon, aber das würde dann wieder nicht zählen. Oh. Oh, guck mal, ich weiß zum Beispiel, dass du es nicht böse gemeint hast, aber trotzdem fühlt es sich gerade so an, als nach dem Motto, yo, what the fuck, was redest du für ein Scheiß? Hast du es so? Schön umknicken. Und jetzt da. Irgendwie sind wir mit rechts noch unterwegs. Das ist ja irre, wir sind jetzt eine halbe Stunde dabei. Meine, ich kam Mitte der 90er raus und etwas älter als ich, trotzdem kenne ich die Serie, krass. Aber gut, ich bin auch ultra muffelig, was so Realserien. Ich höre natürlich davon immer, Friends ist halt so ein Klassiker. Gibt irgendwie Memes, genau wie irgendwie The Office und sowas. Also das sind halt Serien, die kennt man. Halt, wie gesagt, ich erwarte eigentlich eher so, als hätten wir da jetzt keinen Bezug dazu. Unsere Generation. Meine Tafti, du bist jetzt so alt wie ich, glaube ich, oder vielleicht ein kleines bisschen jünger, aber auf jeden Fall sehr nah dran. Na gut, ich interessiere mich halt nicht für Realserien so. Hey, dann drüber. Ah, richtig, dafür waren die. Ich muss sagen, ich finde ihre Dachfarbe nicht so geil. Aber gut, am Ende, je mehr Häuschen sie rausbringen, desto mehr kann man customizen. Dann kann ich einfach irgendwem sein blaues Dach klauen, das ist bei Sophie ein paar Monate jünger als du, würde ich. Ja, eben, das meine ich ja. Bist auch 96er Jahrgang. Richtig? Und Johnny ist wiederum nur ein paar Monate älter als ich, aber irgendwie schon fast über ein halbes Jahr. Also eigentlich zählt es schon wieder nicht. Grrr. Schmeiß weg. Ja, ich würde mal behaupten, wir schaffen beides jetzt. Oh Gott, ist das ein Clusterfuck. Oh, no, 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 no. Ich muss keine Fehler machen. Die sind bestimmt abgezählt. Ich liebe das Leitmotiv von Animal Crossing auf dem GameCube. Da 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 da. Das ist großartig, ich liebe es. Ich ist verkackt. Eigentlich hätten sie es tauschen müssen, dann hätte man nämlich hier nochmal eine andere Farbe gehabt, aber na gut. Normal ich noch so ein Teil übrig habe, aber ich glaube, die sind so klein, dass man die nicht abzählt. Ja, was sind denn so ein paar Animal Crossing-Geschichten, die ich mal erzählen kann? Weil wahrscheinlich die berühmteste Animal Crossing-Geschichte, die ich so erzählen kann, ist, wie ich versucht habe, bei Knuspi zu übernachten. Und das Ding ist, im allerersten Animal Crossing, wenn du halt im Haus eines Bewohners drin bist, ich weiß nicht mal, wie das heute ist, so, wenn es spät wird, die schmeißen dich nicht raus. Und die sind nur irgendwann super genervt davon, dass du immer noch da bist. Und das habe ich dann irgendwie, ich bin dann da geblieben. Und du merkst es daran, wenn sie das Licht ausmachen im Haus. Und wenn du dich da nicht verpisst, dann werden sie halt immer mehr grantelig. Und irgendwann bin ich dann rausgegangen, weil ich irgendwas vergessen hatte oder irgendwas holen wollte, dann kam ich nicht mehr rein. Aber letztens gesagt, ich habe 1,5 Stunden für das Haus von Melinda gebraucht und das stimmt jetzt nicht ganz. Jetzt habe ich Jimmys Geburtstag von Melinda an einem Tag gebraucht, deswegen. Ja, eben, das verschwimmt dann. Mach dir da nichts draus. Wir sind auch gefühlt gleich fertig mit dem Haus. Bababoom. Boom. 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 Bababoom. Boom. 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 Wie Rhythm Paradise.
Ah, bam. Bossa Nova. Tap, clap. Kann mir schon denken, wie das hier ausgeht. Oh mein Gott. Wie war das? Der Held der Steine hat ja schon Videos zu den Animal Crossing Sets gemacht, oder? Ich meine, ich habe raufgeklickt, aber ich habe es, glaube ich, nicht zu Ende geschaut, weil irgendwas dazwischen kam. Wieso? Schätze ich mal. Es kommt da drunter. Oh, da fehlt noch was. Hat er? Ich meine schon, ich meine, wenn du schon nur Flammenwerfer so schnell baust, hast du es in einer Stunde geschafft. Sehe ich so ähnlich. Also das Miezi-Lied. Und dann hier drauf. Besser Song. Sag, und so kann man die dann easy peasy austauschen. Sehe ich schon. Alles austauschen. Können wir hier die pinken Fenster einbauen? Das Einzige, was mich an den pinken Fenstern stört, ist, dass sie nicht rund sind. Die Fenster sind rund. Aber das war's. Ah, dann bauen wir halt die unten ein. Das sieht nämlich passender aus. Weil mich beschwer mich ständig über die Star Wars. Wir haben die Star Wars -Pinkel. Ernsthaft? Du holst dir die Star Wars Sets, obwohl du Star Wars nicht geschaut hast? Häuschen. Hier, viel Spaß in deinem Häuschen. Und jetzt rein da! Und jetzt find das Haus gefälligst toll! Und wir haben Blümchen vergessen, weil ich hab noch irgendwie. Achso, der hätte Steine beschwert über Star Wars Sets. Ja, wie sagt er immer so schön, er lässt sich ja informieren. Von den Experten. Wenn die irgendeine inakkurat Sache feststellen. So, was ist hier jetzt mit dem Blümchen? Ich habe hier eins. Ah, okay, da kommt ein einzelnes Blümchen hin. Schön gemacht, zack. Auf mögest du dich unendlich ausbreiten und die komplette Insel zuscheißen. Abgesehen von 4 Wochen hat er ein Video über Animal Crossing gemacht. Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut, aber irgendwie. Ich meine, ich habe es nicht zu Ende geschaut. Er hat nur gesagt, ja, keine Tiefe. Bla bla bla, das passt gemein. Das ist ja das Feature. Hat sich dann drüber lustig gemacht, dass es halt dieses Customized Feature gibt. Aber jetzt, wo ich sehe, wie viel man tatsächlich abnehmen kann, wie zum Beispiel hier. Aber bei dem Türbereich kannst du nicht abnehmen. Du kannst halt die Tür ausklingen, du kannst hier die Fenster austauschen, du kannst es halt abnehmen, du kannst die Möbel verrücken. Ist schon nett. Oh mein Gott! Die haben es! Komm doch noch nicht ran. Noch keine Pieper haben. Ist dann nur für Animal Crossing. Am Ende ist es nur dafür da, dass wir Fans gehen. KK Pop! Brot in der Dose! Ich habe das schief aufgehört. Alter, ein Möbelstück. Boah, diese Sachen sind aber auch klein genug, dass es halt richtig satisfying ist. Man kann die richtig schön schnell und snappy zusammenbauen. Zack, zack. Das ist so das genaue Gegenteil von dem Bowser einfach. Das ist hier City-Niveau. Einfach nur zack, zack, zack und wieder was fertig. Dopamin-Rush. So muss das. Ich hab nur ein Poster von KK. Das kommt bestimmt noch. Hier ist nur ein durchsichtiges Teil. Komm, setz dich auf deinen Sitz, Sophie. Setz dich hin. Schau ein bisschen Fernsehen. Die Aliens müssen um 3 Uhr nachts ihr Programm senden. Da ist ein Blumenkasten mit einem Pflänzchen drin, was in Wirklichkeit nur ein Enterhaken ist, was ich super wichtig finde.
umgedrehter Pin. Vor allem als Cake hier, als Bild, aber nicht die Figur. Ja, die kommt noch, glaub mir. Ich meine, Wave 2 wurde schon angekündigt, aber ich kann mich auch irren. Und noch ein Tännchen oben drauf. Jetzt ein Bettchen. Wundervoll. Irgendwas ist gerade gefallen. Was ist gerade gefallen? Oh oh. Stinky. Was hat da gerade geklappert? Ja, ja, das muss man halt wirklich diesen Sets lassen. Da kaufe ich dann auch gerne. Keine Sticker, immer geil. Das erinnert mich ein bisschen an das SpongeBob-Bett, was einen rauskriegt. Oha, sogar mit Stuck an der Zierleiste. Ach, das Teil ist doch ordentlich Zeit ins Fallen, dieser halbrunde abgerundet. Das fühlt sich angenehm an. Einfach nur am Weiden hier. Jetzt das Orange, ist das Lachsfarben? Das Lachsfarbene hier rein? Ich denke schon. Eigentlich schon mit, oder war das jetzt dieser neue Orangeton, den sie irgendwie eingeführt haben, nur für diesen einen Friends-Farbübergang? Diesmal meine ich wieder Lego Friends, nicht zum Beispiel mit der TV-Serie. Gott, du schreibst das auch noch in Klammern hin und ich verkacke es trotzdem. Was kann ich denn dafür, wenn die eine TV-Serie haben? By the way, ich schaue es nicht zum Film, no, by the way. Wann würdest du es denn schaffen? Ein bisschen später? Tashi, das wurde angekündigt. Wir schauen Alita Battle Angel. Ich weiß nicht, irgendwie außerhalb dieser Anleitung wirken die Farben ein bisschen grell. Ich hasse diesen Pinkton. Der ist nicht so grell. In der Anleitung, ich schwöre. Schau dich das an. Der ist super grell. Dann habe ich das nicht mitbekommen. Schon gut. Jetzt weißt du ja theoretisch gesehen Bescheid. Halt mir ein Schläfchen, Sophie. Und ein Ofen. Oh, warte, sie hat eine Bratpfanne, wo sie Waffeln kochen kann. Ich war nur zu blöd abzuwarten. Und seit dem Update können die Leute ja auch tatsächlich kochen. Von daher, hip hip hurra! Ja, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie, fand ich. Also das war schon Next Level Bullshit. Und da rein kommt ein Sahnehäufchen. Kommt in den Ofen. Gut ist, die Anleitung gibt einem nicht vor, wie man die Häuser einrichten soll. Ja, das ist der Teil des Spiels. Also das ist ja der Sinn von den Sets. Oh, darf ich gleich eine Nachttischlampe bauen? Ja, so dumm. Höckerli. Eine Lampe. Damit gieße ich mir einen hinter die Lampe. Und es ist tot. Jetzt kann man das alles einbauen, wie man will. An welche Anleitung werde ich mich halten? Ich baue einfach irgendwas, wartet. Da ist ein Söferli. Bisschen schlafen in der Ecke. Lass die Bratpfanne sein.
Der Ofen genau neben der Tür. Nein, warte, der Ofen hier in die Ecke. Oh Gott, das ergibt alles keinen Sinn. Der Ofen hier hin. Sofatisch. Fahrrad. Das Fahrrad gehört nach draußen. Und die Lampe auf jeden Fall irgendwie daneben. Ja, irgendwie will ich hier, ich will hier so eine kleine Nische haben. Dann kann hier der, Bändchen kann hier hin. Passt schon keiner. Ich würde sogar glatt sagen, ich kombiniere das hier zu einem, Ding, wenn das erlaubt ist, und wieder so eine Stehlampe. Oder die Stehlampe kann auch hier hin. Die Ecke. Neben dem Eingang. Hier der Sofa, das Sofa-Dingens hin. Dann ist quasi die Küche ein bisschen ausgelagert. Kaffeebecher. Passt. Nicht erlaubt, ist verboten. Ach, nicht. Süßes Häuschen, finde ich gut. Und Sophie findet es auch toll, nicht wahr, Sophie? Ich glaube, sie findet es toll. So, und ähnlich wie bei Mario kannst du theoretisch gesehen hier drunter klinken. Und dann ist das verbunden. Und hier kann das Fahrrad drauf. Hier noch weiter dran. Dann haben wir theoretisch gesehen unser erstes Häuschen fertig. Nett. Aber dennoch würde ich sagen, packen wir mal beiseite. Und da von meinem Rasen. Was geht ab, Nero? Willkommen. Du hast gerade verpasst, wie wir Sophies Häuschen akribisch eingerichtet haben. Feines Häuschen. Und es wird Zeit für die Hauptattraktion. Es wird Zeit für Tom. Ich weiß nicht, ob er einen Zweignamen hat. Fucking Noobshaus. Und diese komische Gameboy-Hülle wird verdammt voll. Das wird ich noch schaffen. Aber dafür nur drei Typen. So, Oh, richtig, ich muss ja umschalten, warte. Ah, sehr schön. Nummer 5, wir wollen nicht weggehen. Und sie dürfen doch nicht bauen. Schade, finde ich, bei der Name schon nicht steht. Aber dann wiederum, es macht Sinn, dass die Namen da nicht stehen, weil wegen, die haben ja unterschiedliche Namen. Ich weiß zwar, dass der Tom Noob in der deutschen und der englischen Version heißt, aber zum Beispiel Melinda hat ja einen anderen Namen in verschiedenen Sprachen. Und, das kann halt sein. Ich finde generell den Laden bezaubernd, wenn ich das anmerken darf. Man kann nämlich durch das Fenster so Sachen wie mit umsehen und sowas. Das ist großartig. Tom Steuern Noob. Tatsächlich hat Animal Crossing extra Boxen für den japanischen Release bekommen. Was heißt extra Boxen? Heißt das extra Set? Oder nutzen die andere Boxen-Designs? Weil dann liegt es nämlich daran, dass das Animal Crossing Logo bei denen anders aussieht. Dafür habe ich Verständnis. Dagegen sage ich nicht. Das ist einfach das japanische Logo. Ja, dann würde ich es nicht wirklich extra bezeichnen. Das ist halt Lokalisierung. So, wir fangen wieder damit an. Das Museum hat mit einer weißen Platte. Oh, das war nicht nett. Aber hey, die gute Sache ist, man sieht den Shit ja hier unten noch. Haha. Jetzt hast du Debbie gebongt. Wie kannst du noch nachts in den Spiegel schauen? Gar nicht, weil es dunkel ist.
Angry Daddy Pet. Wenn du jetzt Daddy Pettest, geht voll durch ihren Kopf durch. Hallo! Ich muss mit diesem Bullshit auf. Ah, okay, wir brauchen ein paar davon. Ich krieg nicht. Die sind schnell gebaut. Hast dann hier noch wieder einen Haufen Teile dafür drauf? Nee, doch, das sieht ein bisschen voller aus als die bisher hatten. Aber ich denke, das wird sich alles super schnell aufbauen. Aber könnt ihr mir was erklären, warum hat Tom nur ein Partyhut auf? Ist heute etwa die Einweihung des Noobladens? Oh, das ist wieder vom Gamecube-Teil geschüttelt. Wunderbar, ich finde es interessant, dass mit dem Körper so eine eigene Art schreibe. Ich meine, wenn ich mal so neugierig fragen darf, hattet ihr schon viel Kontakt, bevor ihr hier zugeschaut habt? Oder ist das entstanden, weil ich hier so viel Kontakt miteinander hatte? Weil dann würde ich mich geehrt fühlen. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn ihr euch schon vorher halt bei Johnny etwas viel kanntet. Wenn ich eine Sache kritisieren dürfte an dem Set spezifisch. Ja, der Laden hat eine Doppeltür und sie haben sich Mühe gegeben. Aber meine Güte, zack das. Wenn du eine Doppeltür hast, die einfach in der Mitte halt so ein Gerüst hat. Das ist halt schon arg peinlich. Klar, wie sollen sie es umsetzen? Sie müssen dafür dann, sie müssen die Tür dann ganz anders einbauen. Denn früher gab es so ein Teil, was quasi nur an so einer Noppe befestigt wurde. Aber halt, dann ist so eine Scheiße nicht entstanden. Die Cosmic Kabel von damals hat das halt benutzt. Deshalb merke ich das an. Mach doch einfach ein Doppeltür-Piece. Ich meine, wenn jetzt wo du sagst, einfach einen breiteren Rahmen, wo zwei Türen reinpassen, ja, eigentlich schon, ziemlich dämlich. Das Einzige, was halt problematisch sein könnte, ist, dass das durch die Größe ein bisschen... Also man könnte das zerbrechen, wenn man wirklich wollte. Und das ist halt gefährlich. Also ich sehe, in dem Bezug sehe ich, dass sie es nicht machen wollen. Aber rein von der Sache wäre es komplett möglich. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich genügend Laberjuice für die andere Tüte habe oder für das andere Set. Ich hätte natürlich Bock, mir noch Huschke zu besorgen. Meine Huschke ist großartig, jedes Hörnchen ist großartig. Ich glaube, außer dieses eine Superheldenhörnchen. Wobei, selbst das ist okay. Ich glaube, die heißt Katrin, aber ich bin mir nicht sicher. Warum ist das hier so krumm und schief? Aber jetzt so alleine vom Aufbau erinnert mich das Set jetzt schon total an die Koffekrabbe. Super easy. Das ist so lächerlich einfach. Und eigentlich bin ich auch kein Fan davon, wie das hier quasi so groß, also halt, das ist nicht sehr stabil. Möchte ich anmerken. Aber am Ende des Tages ist es mir eigentlich egal. Mr. Krabs, kann ich mehr Lohn haben? Nein.
Herzlichen Glückwunsch. Auge in Auge mit Ihrem Boss. Oh mein Gott, Mr. Krabs Minifigur versus Tom Nook Minifigur. Wer würde gewinnen? Die Crossover. Die Crossover. Ich hab sogar. Ich könnte die herholen. Ich weiß, wo die liegt. Die Minifigur. Egal, was du tust, sei kein Thaddeus. Boah! Tashi, kannst du mal in die Recherche gehen? Und zwar. Aha, ich bin zwiegespalten. Ich bin zwiegespalten. Und zwar zum einen weiß ich, dass ich meinen Lego SpongeBob wahrscheinlich nicht mehr aufbauen werde. Das ist aktuell in so Tüten verpackt. Quasi Sorten rein. Halt jede Zeit einzeln. Vielleicht nicht mit jedem Zubehör, aber was ich halt aufgebaut hatte, habe ich halt in gewisse Tüten verpackt. Und das Ding ist, ich hatte nie den modernen Thaddeus-Kopf. Und mein Gott, ich will den modernen Thaddeus-Kopf haben. Der alte ist halt so Arsch. Und ich weiß halt nicht, was so ein Thaddeus kostet. Und es kann sein, dass der Thaddeus-Kopf-Piece das teuerste an der Thaddeus-Mini-Figur ist. Das sieht halt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt auf den Trödel gehen würde, und da würde ich halt so einen Thaddeus sehen und der hätte einen akzeptablen Preis. Ich glaube, ich würde ihn schon mitnehmen, aber. Dann wiederum, wofür? Der zweite Thaddeus, der neue Thaddeus, der mit dem guten Formkopf. Jetzt bin ich mit dem ersten Thaddeus. Ich hab doch zwei oder so. Einer war in Nachbarschaft, einer war in der Kopfkammer. War der noch irgendwo dabei? Nee, ich glaube, ich habe nur zwei Thaddeus. Aber halt beide Male den alten. Ich hab basically nur die ersten Lego SpongeBob Sets. Alle außer den großen SpongeBob. Und ich habe, glaube ich, bis zur Rakete. Rakete und Bus waren die letzten Sets, die rauskamen. Danach haben sie nämlich Kosmikkammer rebootet. Dann kamen aber auch so Sachen raus wie das Krankenhaus. Da hatte ich dann aber schon andere Hobbys. Ich würde sogar sagen, da war ich gerade von Power Miners beansprucht. Und dann war irgendwie kein Weihnachts-Feiertagsgeld mehr übrig für das Krankenhaus. Okay, wir sind bei Titel 6. Alter, wir schaffen das nicht ganz in einer Stunde. Und ich schaffe es schnell genug. Und ich könnte mir vorstellen, tatsächlich vielleicht noch nachzulegen. Zumal, weil das andere Set wird ja nicht annähernd so groß sein. Patrick waren einfach zwei Teile. Patrick bestand aus einer Hose, einem Oberteil und dann noch so einem Kopfteil. Also Patrick hatte schon den Kopf. Ding, dong, dong, dong. Das ist, okay, pass auf. Ich kann euch jetzt zeigen, was mich abfuckt an Sophies Bett. Seid ihr bereit? Also, das ist das, was wir bekommen haben. Und das ist der rosa Ton, der da rein muss. Und schon sieht das nicht mehr scheiße aus, wenn man den rosa Ton da rein macht. Klar, dann sticht immer noch das Gelb hervor, aber das Gelb harmoniert besser mit den anderen Farben als dieses komische Lachsfarben. Vielleicht habe ich ein paar von denen. Mal gucken. Haben sie wieder verkackt. Geht von seinem Haus. Ah, ja, 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 natürlich sein Haus. Das Haus von Patrick, das war ein, dieses alte Rockpiece. Dieses Big Ugly Rockpiece. Ich meine, ich lieb's, ich fand's genial, ich hab mich gefreut. Ich fand's auch schade, dass man in den späteren
Revisionen von SpongeBob Ananas einfach immer die anderen Häuser weggelassen hat. Ich meine, die zweite Revision von Thaddäus Haus sah noch gut aus. Ich glaube, die sah sogar besser aus als die erste. Aber halt in die. Es gab nur den ersten, gab es den Stein. Oh Gott, ich brauche zwei davon. Der Wahnsinn. Aber er hatte eine Antenne und er hatte einen Fernseher. Und ich habe immer nicht verstanden, wem das Auto gehört. Aber ich glaube, laut dem Artwork gehörte das Bootmobil, was du halt in diesem Set bekommen hast, das gehörte wohl Patrick. Und ich weiß, da gab es eine ganze SpongeBob-Folge drüber. Aber ich finde das Konzept eines autofahrenden Patricks oder eines Bootmobilfahrenden Patricks echt gruselig. Der sollte nicht auf die Straße. Bum, bum, bum. Bum, bum. Nö, nö. Ich habe das vom Nuke-Schild gefunden. Aber ja, imagine Animal Crossing X SpongeBob. Einfach so, du hast SpongeBob als Villager in deinem Haus, in deiner Stadt. Jetzt ist es möglich. Mit dem Lego-Set. Soll man das auch austauschen oder warum ist das alles nur so leicht angebracht? Klar, so du kannst quasi so sagen, oh, okay, wir machen die Markisen ab, wir dekorieren einmal schön. Tada. Die Stadt baut sich auf. Quasi wie New Horizons. Tada. Weiß nicht. Sieht halt schon hässlich aus, wenn es halt ab ist, würde ich damit sagen. Weiß nicht, it's Animal Crossing für den GameCube, dieses Bad Game, was man mag, so. Oder was ich halt mag. Gibt's dafür einen Begriff? Das ist einfach so, dass du so ein Spiel hast, von dem du weißt, dass es objektiv halt nicht so gut ist, aber dass du es trotzdem magst. Aber in dem Fall ist es einfach, es ist ja kein schlechtes Spiel, es ist einfach nur schlecht gealtert. Weil es halt bessere Teile gibt. Aber ich meine einfach, eine Liebe für ein Spiel zu empfinden, was man selber jetzt aber nicht unbedingt spielen würde. Weil man weiß, dass es halt so ein bisschen Grütze ist. Fertig. Habe ich zumindest das, was so aussehen soll. Fehlt ja nur noch die Einrichtung. Herr, habe ich ihn jetzt falsch gemacht? Sind die versetzt? Nee, eigentlich nicht. Oh, ich muss nur ein bisschen fester drücken. Geht, sagt Peace! Ihr seid nicht bereit.
Boah, warum kann es nicht schon November sein? Ja, das finde ich aber auch wild, dass das Spiel im November kommt. Ich meine, klar, man hat gesehen, dass die halt Fortschritt gemacht haben. Dass es jetzt ein paar mehr Level gibt und so, ist ja auch eine gute Sache. Aber wird halt Bugtesting sein. Bugtesting, fertig programmieren. Aber ich denke, der Grundstein ist fertig. Nur ich sehe nicht ein Geld dran. Hier, Tom. Geld. So raus, so. Die Polizei? Keine Polizei, okay. Einmal so ein Schildchen bauen. Beziehungsweise jetzt kommt die Verkaufskiste. Boah, die Prints sind wirklich das Beste. Die ganzen niedliches Pärchen. Das ist eine Karotte, ein Blumenkasten, ein Rezept. Boah, das ist ultra charmant. Mir fällt gerade auf, ich muss noch meine FOMO bezahlen. Ich darf das nicht vergessen, wobei ich weiß nicht, man hat da bestimmt ein bisschen Zeit, aber... Sollte das auf jeden Fall nach dem Stream einmal schnell machen. Die Verkaufskiste. Ah, warte, da kann man was reintun. Boah, einfach ein dreistöckiges Regal, das finde ich der Hammer. Ich kenne hier nur einen kleinen. Oh, warte, das ist ein Schrank. Okay. Was kommt da rein, ey? Boah, ich weiß nicht, eventuell ist bei mir heute die Luft raus. Es gibt wirklich nichts zu erzählen, das tut mir so leid. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr jeden Tag streame. Oder jeden zweiten Tag. Es ist einfach, es ist hier. Ich erzähle unglaublich gerne, aber wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts. Zack, einmal die Verkaufskiste zu machen. Kommt jetzt auch noch außen vor, aber das ist bezaubernd. Ich kann nur immer wieder betonen, wie bezaubernd das eigentlich aussieht. Ist das ein Unkraut? Nein, das ist ein Wachsmalstrom. So, besser. Vielleicht sollte ich doch mal wieder einen Bonbon reinschmeißen. So,
So, da ist wahrscheinlich die Verkaufsfläche für Möbel. Es gab diesen einen Sommer, wo ich bei meiner Oma war, aber ich war nicht wirklich bei meiner Oma, sondern ich war mit meiner Mutter bei meiner Oma zu Besuch, weil die sind irgendwie weggeflogen, wahrscheinlich ins Ausland oder so. Und dann haben wir auf das Haus aufgepasst und wir waren halt nur zu zweit. Und ich muss sagen, das waren die magischsten Ferien ever. Weil ich basically ganz alleine war mit meiner Mutter. Wir hatten beide quasi keine Arbeit zu der Zeit. Also wir hatten Urlaub und Ferien. Das heißt, es gab eigentlich keine Verpflichtung abseits von Kochen und sowas. Ich glaube, wir hatten noch Wäsche mit. Also es gab auch basically kaum Hausarbeit. Und es war super chillig. Wir haben uns super gut verstanden. Und im Endeffekt haben wir die Hälfte der Zeit Animal Crossing auf dem Dash gespielt zusammen. Das war einfach eine absolut geile Zeit. Zu der Zeit hatten wir sogar dann zwei Spiele. Erstmal hatten wir nur ein Spiel, was halt mir gehört. Und später hatten wir dann zwei Spiele. Und dann habe ich so überraschend, ich habe hier voll die Überraschung gemacht, habe das von einem Klassenkameraden gekauft, das Spiel. Und hab dann heimlich ihren Player-Charakter umziehen lassen mit ihrem ganzen Zeug. Das dann alles so vorbereitet, hab ihr ein Spiel gegeben und dann hat sie gemerkt. Würde mich gerne fragen, wie ich das gemacht habe. Ich habe sie vielleicht gefragt, wie ihre Insel. Nein, warte, ich habe sie nicht gefragt. Oh Gott. Witzig ist, ich habe die Stadt gar nicht neu gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur. Ich glaube, ich einfach nur. Die Stadt, die schon da war. Halt übernommen und halt alle anderen Charaktere gelöscht und dann ihren hinzugefügt. Aber sie war halt happy, wir konnten zusammenspielen, das konnten wir vorher nicht. Und das war auch zu der Zeit, wo hier Lego Atlantis gerade groß war und die Lego Games. Und dann gab es irgend so ein Event, wo wir dann noch hingefahren sind, wo man Brettspiele spielen konnte und irgendwie so Lego Atlantis Zeug sammeln konnte. Ich mochte Lego Atlantis damals nicht. Aber ich habe, glaube ich, alle von diesen Schlüsselteilen. Habe ich alle von den Schlüsselteilen? Nee, ich glaube, ich habe nur eins. Was du irgendwie bekommen hast dafür, dass du das abgeschlossen hast, dieses, sag ich jetzt mal, dieses Rätsel. Wo ist der Schrank? Okay. Türchen passt nicht richtig rein. Einen Türknopf. Dann haben wir hier einmal einen Fischköder. Was Bullshit ist, weil du kannst keine Fischköder kaufen. Denn sonst würden sich die Leute nicht darüber beschweren, dass du Fischköder craften musst. Haben wir hier Blumensamen. Einfach inakkurat as fuck, einfach unspielbar. Hier ist ein Rezept. Und das war's. Richtig? Ja. Und der Schrank kommt hier hin und ich finde. Okay, hier kommt noch Blümchen mit Kännchen. Das hält aber ehrlich gesagt nicht so gut, wenn ich das mal anmerken darf. Eventuell patscht die doch hier auf den Boden. Einfach nur zur Sicherheit. So, Tom Nook und sein Geldsack. Die haben hier eine schöne Zeit im Häuschen.
Katsching. Und dann passt es. Bezaubernd. Kling, klang, klong. Ich würde gerne ein Radio kaufen. Dieses pinke Radio würde ich gerne kaufen. Dankeschön. Tschüss, ich habe zwar nicht bezahlt, aber was soll's. Und dann gehen sie zurück zu ihrem eigenen Haus. Zack. Und packt ihr neu gewonnenes Radio irgendwo hin. Idealerweise in das Bett. No what? Das sieht gar nicht so schlecht aus mit dem Bändchen hier. Und dann konnte sie chillen, bis ihr auffiel, dass ihr Schwanz nicht auf ihr Bett passt. Und bleibt auf dem Bauch schlafen muss. Und das waren die beiden Sets. So, schaffe ich das andere in 45 Minuten? Eigentlich will ich mich gar nicht stressen. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns das nächste Mal gleich wieder treffen. Ah, schaffe ich das? Schaffst du? Okay, weil du sagst, packen wir Huschke. Machen wir Huschke noch hinterher. Ey, jetzt bitte Wahnsinn. Ich hab's ja auch schon vorher hier. Ich muss ein bisschen was vorbereiten. Okay. Aber nice sehen die aus. Mein Gott, sehen die nice aus. Und die Bewohner erst. Ich bin verliebt. Also, Huschke hinterher. Was? Wie viele Tüten sind das? 3. Nummer 1 ist nicht viel. Nummer 2. Und das war's. Okay. Wirklich nicht so viel? Schaffen wir locker. Schaffen wir ja locker. Also, Nummer 1. Captain Stone. Das Pad vom Strand habe ich auch noch nicht gebaut. Eieieiei. Ich nehme dir alles vorweg, Taschi. Das ist ja voll unfair. So, wo sind deine Hosen? Einmal ein Außenbordmotor. Aber das Captain-Boot finde ich super. Als ich das auf Bildern gesehen habe. Das ist sehr detailreich. Vielleicht nicht 1:1 wie im Spiel, aber auf jeden Fall die Idee wird gut rübergebracht. Wenn ich das so anmerken darf. Was ist eigentlich das Poly? Hast du eigentlich das Polybag? Nein, weil das auch eine Figur drin, die es nur im Polybag gibt. Hä? War die Figur im Polybag nicht auch einfach Mimi? Ich meine, die Figur im Polybag war nicht einzigartig. Hä? Oh, mach mich jetzt nicht krank, ey. Sonst brauche ich den. Wo kriegt man so ein Polybag denn überhaupt her? Und ist der schon ausverkauft? Sag mal so, solange es kein Porsche ist, fuckt mich nicht ab. Ich habe die Tüte ja. Ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Ah, ja, doch, doch, du hast recht. Das ist auch eine von diesen Trio, glaube ich. Nee, wobei das war Citrus. Nee. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich weiß genau, welches Bärchen das ist. Ist das Birte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie so heißt, aber. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, das wäre Mimi. Nee, dann habe ich die nicht. Habe ich Pech gehabt. Dann muss ich mich jetzt in den Schlaf weinen. Oder gucken, dass ich das irgendwie auf eBay kriege für nicht ganz so überteuert. Einmal Fähnchen. Ist aber nicht das Piece, was da abgebildet ist, oder? Naja, dann wiederum doch. Bisschen. Boah, ich finde ja solche kleinen Boote richtig suspekt.
Also ich durfte, ich war einmal auf so einer Insel in den Ferien. Und obwohl ich diesen Aufenthalt im Gesamten halt als positiv in Erinnerung hatte, muss ich sagen, oh mein Gott, diese initiale Fahrt mit diesem kleinen Bötchen, was die ganze Zeit gewackelt hat, wo ich die ganze Zeit Angst hatte, dass all meine Sachen nass werden. Das war kein Spaß. Oh mein Gott. Also da habe ich Respekt vor. Ich habe das bei Müller bestellt für 3 Euro, weil ich habe keinen in meiner Nähe, wo ich schnell hin konnte. Also man kann den Polybag einfach kaufen, sagst du. Kann man den auch direkt bei dem... Weil ich kenne solche Polybags normalerweise nur als so Dreingaben. Dass du irgendwie... Ja, du hast 50 Euro ausgegeben insgesamt beim Lego Store und jetzt kriegst du diesen Polybag. Mit, keine Ahnung. Weil ich war letztens in einem DM, oder war es in Hoffmann? Auf jeden Fall irgend so ein Drogeriemarkt und da hatten die auch Polybags. Da hatten die unter anderem so ein Minecraft Panda Polybag, so ein Lego City Polybag. Oh, hier ist auch so ein Bild von KK. Und das war der Captain. Aber was mit ihm? Ach, der hat eine Sonnenbrille auf. Ah, was weiß ich. Die Sonnenbrille ist schon cool. Aber wofür ist dieser Stab hier? Warum packen die mal einen extra Stab mit rein? Ein Peruschke. Boah, aber wenn wir das jetzt in 45 Minuten schaffen... Dann will ich gar nicht wissen, wie kurz man dann Jimmy zur Geburtstagsparty überhaupt. Dafür ist eigentlich auch gedacht, der Lego-Shop habe ich. Dafür ist eigentlich auch gedacht, im Lego-Shop. Aber hab. Weil Lego nicht. Bei Lego nicht die 50. Die 50 M. Ich hab was zu sagen mit sich. Im Herzen spüre ich, was zu sagen wollte. Ich krieg's nur nicht auf die Kette zu nehmen. Es tut mir leid. Aber ja, ich muss mal gucken, wenn ich den online günstig finde, kann man das mal gucken. Meine größte Angst halt ist die Leute, die sagen, ich habe diesen Polybag für, ich habe den dazu bekommen und jetzt werde ich den für 10 Euro ins Internet stellen. Irgendein Trottel wird schon kaufen. Bei Mediamarkt oder Saturn gibt es den auch einzeln. Oder auch nur bei 50 Euro. Ne? Theoretisch gesehen habe ich vor, morgen zum Mediamarkt zu gehen. Saturn, eins von beiden. Aber ob ich den da finde, ist die Frage. Huschke! Huschke! Hey du, nicht mein Boot kapern, du Lümmel! Warte, er setzt sich nach vorne. Achso, der kann gar nicht sitzen, lol. Und Captain ist so. Kann er gar nicht stehen oder kann er hier stehen? Ich kann ja hier stehen. Ist ein bisschen current. Ja, eben, wenn es so, wenn es weiterverkauft wird, dafür habe ich halt Angst, dass ich halt. Dass man nie wieder an diese Figur rankommt. Deshalb dachte ich auch am Anfang, das wäre Mimi. Dann dachte ich so, ja, ist nicht so wichtig. Gibt ja nur Mimi. Die habe ich ja in dem anderen Set. Aber anscheinend habe ich den verkackt. Mal schauen. Mal schauen. Es ist noch früh. Es ist nicht so, dass das so eine... es gab einen Polybag. So Lego Heroica. Es war quasi eine Mini-Erweiterung. Es war eigentlich nur so ein... So ein Kriegszelt mit 2 Dolchen. Aber schau mal, was die Erweiterung kostet. Wie heißt das Ding irgendwie? Garnish? Das Ding heißt Garnish. Heroica Garnish. G-A-R-N-E-S-H. Und schau mal, was das kostet. Das ist lächerlich, wie teuer das ist. Und ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal diese Dimension annimmt.
Autsch. Vorsicht, Baumstamm fliegt. So viele alte Polybags, die arschteuer sind. Ja, das ist die Scheiße, wenn man das nicht kauft. Das ist so grau. Es ist einfach ein Graus. Ah, cool. So halb befestigt. Ich finde das, eigentlich ist das eine echt coole Idee, wenn man halt so eine... Es ist schon fest, aber es lässt sich halt auch easy lösen und man kann es halt gut drehen. Weil das sind ja diese, ich weiß nicht, ob die einen offiziellen Namen haben. Das sind so Zuklapp-Scharniere. Scharniere war das Wort, das ich gesucht habe. Sind so Scharniere mit so Zähnen, damit du die quasi so... Damit die so einrasten, aber in der Kombination sind die halt weich. Und ein bisschen lose. Außerdem, da hängen fucking Lego-Köpfe. Da könnte man abgetrennte Lego-Köpfe dranhängen, wenn man denn abgefuckt ist. Also ich würde das ja niemals tun. Oh, ich sehe gerade, das ist das Kopfstück von der Palme. Wollen wir Huschka auf die Palme bringen? Ah, okay. Ba, 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 ba. Also, okay, Huschka auf die Palme. Dauert nicht mehr lange. Zack, steht schon ab. Huschi ist jetzt auf der Palme, der kommt nicht mehr runter. Oh, fuck! Wurde eine neue Siegerserie revealed. Redest du von einer TV-Serie oder von einer neuen IP? Gott, Huschka ist bis ganz nach hinten gefallen. Das ist ja ekelhaft. Ein schönes weißes Fell ist beschmutzt. So Golden Axe mit TV-Serie. Ist das dann auch so eine gritty 80s Realserie mit irgendwie kann ich mir Golden Axe in dem Kontext gut vorstellen. Einfach das neue Game of Thrones. Sehe ich, wenn es genau das ist, aber weiß noch nicht. Ah, okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Animal Crossing GameCube Soundtrack nice finde? Nur, dass sie animiert ist. Okay, das finde ich wieder geil. Ja, ich sehe das mit dem He-Man-Look halt total. Also Huschke, dann leg dich mal hin. Die haben das echt nicht durchdacht, dass die alle einen Schwanz haben. Eine der wenigen Sega-IPs, bei denen ich eine Serie absolut sehe. Wisst ihr, was Golden Axe noch hat? Ein Zelda Rip-Off. Glaube ich echt gerne mal spielen würde. Und da ist erstmal emuliert. Mein Golden Axe Warriors. In Zelda 1 Klon. Und sei es erstmal emuliert, weil das Spiel fucking teuer ist. Und um das zu spielen, bräuchte ich auch erstmal
eine Cartridge, die mir jetzt erlaubt, Master System-Spiele zu spielen. Ich meine, die gibt es, muss man dazu sagen. Aber irgendwie passt auch nicht jede davon in jedes System. Und dadurch, dass ich ein Mega Drive 2 habe, müsste ich eine spezifische Version kaufen, die, glaube ich, ein bisschen teurer ist. Und. I got Sandwich! Ein Scooby Snack! Scheibe Käse. Stück Tomate. Unser Lord. Abgerundet. Mit einem schönen. Brot. Subway. Hey, Sekunde mal, sollte jetzt eigentlich die Palme da drauf oder nicht? Ich glaub schon. Nero, ich finde ab und zu echt bizarren Dialog, musst du wissen. Ach, das bin ich doch von euch schon gewohnt. By the way, wir haben hier das gleiche Schirmpiece wie in dem anderen Set. No. Diese komischen People Troopers. Und lange Hase. Muss noch die Leerzeichen rausnehmen, dann sieht's besser aus. Warte mal, beides zusammen. Verpasst dich! Für das Scooby-Snack. So, das kommt jetzt hier seitlich hin. Puschel kommt irgendwo daneben. Jetzt das Lagerfeuer-Lied. Cabbage Man, Polybag, danke noch an die Möglichkeiten. Der Kohlkopf! Ich gebe zu, wenn Lego Avatar den Kohlkopf Mensch, den Kohlkopfmann gehabt hätte als Polybag. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh mein Gott, ein Busting Sales Set. Oh, so viel verschwendetes Potenzial. Schnell, was wären noch geile Sets für Avatar von Lego? Der Bohrer, eventuell? Hasi wird immer länger. Willkommen zurück, Foxy. Was habe ich verpasst? Nein, du hast einiges verpasst, aber zum Glück bauen wir noch. Wir waren nämlich eigentlich fertig. Aber haben dann noch ein Set angefangen. Und dann noch ein Set. 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 Omashu! Ja. Ja, stimmt. Ich habe Busting C gesagt, aber ich meinte eigentlich Omashu. Weil Omashu ist ja diese Stadt, die ein Berg ist und die hätte dann natürlich. Sie hätte obviously das Postsystem an der Seite. Wenn es halt doch nur so ein Halbkreis wäre. Busting C ist ein bisschen zu heftig. Der Jasmin-Drache. Der Jasmin-Drache. Beziehungsweise der Angriff auf die Mauer mit dem Bohrer wäre ein gutes Set. Was gab's noch? Die Kyoshi-Insel vielleicht. Also zumindest die Szene, wo er auf dem Unagi reitet. Könnte man machen. Also halt dieses Häuschen, wo die Kyoshi-Kriegerinnen drin sind. Den Unagi und halt Suki und ihre Freundinnen. Als nächstes eine Suzuki oder ein Top. Oh mein Gott, glaubt ihr, dass Upper Set muss? Dann ist die Frage, was machen wir? Top? Machen wir ein Set über den blinden Banditen? Machen wir ein Set aus der Wrestling-Arena? Weil die Arena an sich ist jetzt nicht so interessant, aber sie hat das Potenzial, dass man ein Play-Feature einbauen könnte, mit dem man quasi so Platten nach oben. Du hast so irgendwie so drei Spots, wo du so ein bisschen Erde hoch machen kannst. Und dann kannst du die Minifiguren damit so rumschleudern durch ihre erdbändiger Kräfte. Das ist eine coole Idee, finde ich. Steht ihr so ein bisschen, was ich meine?
In dem Kleid mit dem fliegenden Schwein im Wald? Das wäre halt eine Special-Version von Toff, aber wir brauchen halt auch die normale Toff. So ein Zeppelin. Der Feuernation Zeppelin vom späten Arc. Das Sumpfmonster musst du. Du machst das Sumpfmonster wirklich sehr. Ich fand die Folge ein bisschen anstrengend. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass die wichtig ist. Wir bekommen eine Soccer-Figur mit diesem dummen Fake-Bart. Stimmt, wir brauchen irgendwas, was auf der dritten Staffel basiert. Mit den Feuernations-Outfits. Dann ist die Frage, was nehmen wir da? Ich meine, eine der ikonischsten Folgen war für mich immer die Folge mit der bemalten Lady. Aber das Ding ist, dann kriegen wir nicht die Katara Feuernations-Outfit-Figur. Aber dieses Fischerdorf an sich, diese Hütte mit Schuh und Dog und halt die bemalte Lady. Nein, 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 bitte nicht die Folge. Wie heißt die auf Deutsch, die Folge? Warte. Der große Canyon oder sowas? Es geht um die Folge mit den zwei Stämmen, die sich nicht leiden können. Wo sich dann Spoiler für eine 20 Jahre alte Serie. Ja, war noch nicht 20, also 18. Arn erzählt basically eine Geschichte und sie glauben sie und dann ist alles, dann ist Frieden. Das ist das Beste an der Folge. Jeder feiert den Sumpf. Ich meine, okay, großer Baum, Sumpfmonster. Sonst noch Wünsche? Und halt natürlich Top in ihrer Kleidform. Wir müssen noch irgendwas machen mit Abdullah und ihren Freundinnen. Die fehlen noch. Ja, der Jasmin-Drache muss auf jeden Fall die Bibliothek im St. Banshee-Turm. Natürlich. Also die Inselchen ist fertig, wir sind bereit für Level 3. Azula hättest du mit dem Bohrer, okay, aber wie kriegen wir noch Mai und Ty Lee? Irgendwas aus der Geisterwelt. Ich glaube, die Geisterwelt war prominenter in Korra. Da wiederum dein Hey Bao. Aber das Ding ist, es gibt diesen Tempel mit Roku, wo sie die Tür aufmachen. Aber das Ding ist, es gibt ja schon einen Lufttempel. Also ich habe schon im Kopf, dass es gewisse Sets davon gab. Also Feuernationsschiff und Tempel gab es ja. Deshalb ist die Frage, wenn wir einen Lufttempel haben, ob wir noch einen Feuertempel brauchen. Die waren auch in der Folge mit dem Bohrer? Okay, dann sind die da mit drin. Stimmt, wir brauchen noch irgendwas mit Zuko. Wir brauchen noch einen... Okay, es tut mir weh. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen, aber es ist auch eine Folge, die absolute 4 ist. Die Folge, wo Zuko alleine in dieses Dorf geht und mit dem Jungen und er gibt ihm das Messer und dann greifen die Leute an und... Oh, das Ende, es tut so weh. Diese Folge ist gleichzeitig Liebe und sie tut so weh. Oh. Ja, stimmt, du hast da Zuko, aber halt... Da hatten wir theoretisch gesehen Zuko mit Haaren auf der Flucht. Und im Teeshop hat er dann das Tee-Outfit. Was am Ende, Spoiler mal, kann ich nicht. Die Serie ist erst 18 Jahre alt. Schau dir doch einfach Avatar an. Es ist eine gute Serie. Und es gibt sie. Wobei das Ding ist, aktuell gibt es sie, glaube ich, nur auf Paramount Plus. Früher gab es die ganzen Sachen ja noch auf
Tatsächlich, bei Netflix bin ich mir nicht sicher, aber es gab eine lange Zeit lang Avatar auf Amazon Prime. Und da habe ich unter anderem auch Korra geschaut. Ich habe Korra geschaut, ich mochte Korra damals nicht, weil Avatar war cool mit Abenteuer, so voll, da gibt's mal Feudalwelt, so halt Fantasy, nicht modern, keine Autos. Und dann kam Korra mit Industrialisierung, da war ich schon so, nee, mag Korra nicht, Korra hat Industrialisierung, nee. Aber das Ding ist, ich habe über Korra gelernt, wenn ihr Avatar mochtet, Korra ist basically mehr kostenlose Lore für Avatar. Und viel Spaß mit Dirk Barmut. Anders kann man es erstmal nicht ausdrücken. Er ist einfach nur mehr Lore für diese Welt. Fuck, wie heißt diese Feuer Nation Dude? Der Leute auf Staffel 1 Minen. Das ist Admiral Zhao. Der hatte ein Duell mit Zuko in der einen Folge. Theoretisch. Man könnte sich jetzt drüber streiten, dieses eine Set, wo der Feuerlord, der hat doch immer so einen, der hat doch so ein Ding, wo er sich hinter der Wand versteckt. Ich glaube, ich meine sogar noch den echteren Feuerlord und nicht Ozai. Also war das Azulon? Ich glaube, es war Azulon. Man kann die Leerzeichen von den Emotes nicht entfernen, das ist schade. Geh aber auf Discord. Du hast dein Bestes versucht, Tashi. Aber ja, wir haben jetzt basically genug Sets. Für der Nordpol. Ich brauche ein Item, was Gegenteil von FSK 0 Spray ist. Dann sucht dann den FSK 18 Spray. So einfach ist das. Ich wünsche dir Glück, dass du es findest, aber. Was für Nordpol? Ja, halt der nördliche Wasserstand. Diese Eismauer mit Prinzessin Yui und dem Teich mit den Fischen. Und du kannst so ein Rädchen drehen und dann drehen sie sich umeinander. Und das ist dieser fucking Song aus New Horizons, den man die ganze Zeit gehört hat. Hey, weh. Muss halt random, muss Glück haben. Spiel einfach weiter. Du musst nichts freischalten. Du musst einfach nur Glück haben, dass es dir gedroppt wird. So wie ich mit dem Haarfärbespray. Bambus! Ist mal Bambus in New Horizons? Ja, doch, doch. Es gibt ja diesen Frühlingsbambus. Bin ein Set zum Süßstadt, was ein Iglo ist. Zum Südpol, was einfach ein Iglo ist und nur Zucker als Glühwein. Ah, du, da könnte man was machen. Pass auf. Ganz am Anfang, wo er sich kriegsfertig macht. Du könntest eine exklusive Soccer-Figur in Polybag hauen, wo er seine Kriegsbemalung hat. Mann, fuck, wie du schaffst das. Spiel einfach weiter. Spiel einfach jeden Tag weiter, so wie du es sonst auch machst. Passiert schon. Ansonsten, wenn du wirklich nicht warten kannst mit dem FSK Null Spray, kannst du auch einfach das Geburtstag des Mies ändern und dann ist er erwachsen. Du musst nur das Geburtsjahr ändern, aber das musst du machen, bevor sie eine Beziehung haben, sonst kannst du es, glaube ich, nicht mehr ändern. Also keine Gewähr darauf. Irgendwie mag ich gerade die Idee, dass Toph Midlegs hat, weil sie ja ein Stück kleiner ist. Wenn überhaupt Toph nicht sogar die kleinen Beine hat. Aber ja, Midlegs sind praktischer, weil man die halt beugen kann.
Von daher sehe ich, warum man Mid-Legs bevorzugen würde. Hey, bei dem Song schmilzte der Kopf. Jetzt noch mal ein schönes Rezept. Und hier schönes Rand. Ein Schäufelchen. Ein Schäufele. Was ist Schäufele eigentlich? Das ist doch irgendein Gericht. Das Dumme ist so alt, dass Rafaela sich gewünscht hat, dass sie wieder jung sein möchte, aber hab sie nicht mehr vergrößern können. Ja, du kannst dir den Wunsch irgendwann erfüllen. Warte einfach ab. Du wirst da dran kommen. Passiert schon. Und mein Gott, Leute, ich hab's echt schon zu Neko gesagt. Ich bin untröstlich. Ich werde keine. Das hat jetzt per Markus auch gesagt vor Jahren, aber ich werde nicht nochmal Tomodachi Life auf dem 3DS spielen. Aber ich bete nach wie vor. Ich bete einfach dafür, dass wir einen modernen Mii Maker Make-up Miitopia-Version von Tomodachi Life kriegen. Am besten mit Gaines und halt mit den zusätzlichen Optionen. Und vielleicht ein bisschen mehr Content. Und dann würde ich nochmal das Spiel spielen und ich würde alle möglichen Anime-Charaktere einziehen lassen. Also dann sind die Floodgates offen. Aber nur weil sich das halt besser anbietet. Sie soll Naotomi verlieben lassen. Ich habe mal gehört, dass es in Shield Hero tatsächlich so ist, dass Naofumi zwar immer angeflirtet wird von seinen Töchtern, kann er wirklich einfach von seinen Töchtern sagen, aber er ist eigentlich ein totaler Chat und reagiert gar nicht darauf, weil von daher finde ich das witzig, dass du das von ihm verlangst oder von ihr. Aber ja, ich gebe zu, es ist nicht so leicht, die Leute sich in mies gezielt verlieben zu lassen. Ah, das ist immer so schrecklich. Ich habe mir ein Lucky Luke Ideas Projekt geplant. Ich brauche alle vier Beine an für die Daltons. Sehe ich. Die leben auf jeden Fall davon. Das ist hier eigentlich richtig. Okay, soll in die andere Richtung sein. Kriegen wir hin. Was sagt die Uhr? Okay, doch fast eine Stunde. Aber so an sich passiert doch nicht mehr viel. Kommt da noch eine Tüte? Nö. Wir sind in der letzten Tüte. Jetzt kommt doch der kleine Krebs. Und sie soll mit Autonomie verlieben lassen. Deshalb wollte ich Raftalia Liebeswunsch erfüllen. Oh, süß. Das wäre auch so eine Sache. So. Da könnte man sich drüber streiten, ob man das einfügen sollte in Tomodachi Life. Zum einen ist es ja der Sinn des Spiels, dass du einfach nur Bystander bist und guckst, was passiert. Aber manche Leute wollen halt Real Life oder irgendwas nachspielen. Von daher. Wäre cool, wenn es so ein Bonbon gäbe, was zumindest dafür sorgt, dass sich ein Mii verliebt. Vielleicht kannst du noch nicht festlegen, in wen. Aber auf jeden Fall, dass sich die Person verliebt. Random. Und dann machst du es einfach so lange, bis es passiert. So eine Idee. Können die alle gleich machen, aber dann gibt Emerald ja gar keinen Sinn. Wäre einfach größer ist als die anderen. Ja, du brauchst an sich, das ist die Frage, ich weiß jetzt auch die Namen, glaube ich, nicht alle auswendig, aber halt, gestern ganz schnell war das. Nee, John war einer von den mittleren. Wie ist der ganz Kleine? Wie ist der Mecker-Anführer? Der Grohl. Joe war's.
Joe, Jack, William. John ist nicht dabei, okay. Jack und William, okay. Ja, ich finde halt, Jack und William könnten einigermaßen gleich groß sein. Aber ja, Joe und Avril müssen auf jeden Fall unterschiedlich groß sein. Du könntest vielleicht auch... Hey, Moment! Moment, 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 Moment. Die Eggman-Beine. Die Eggman-Beine sind größer. Die kannst du benutzen. Ja, soll in die Serie, soll es passieren, dass wir Fallgefühle zurückfinden. Da Tobi das erwidert. Ach, Foxy. Du bist so unschuldig. Oh, und ich muss was trinken. Niemand interessiert sich für Jack und William. Ja, aber mir war das damals wichtig, die Namen zu kennen, weil du die immer vergisst. Guten Appetit. So, jetzt ist hier noch ein bisschen Salat. Und der niedliche kleine... Oh, ist der süß. Ist der bezaubernd. Aber der kommt mir bekannt vor. Wo hatte ich den denn schon mal? War der in dem Sonic-Set drin? Und das wäre dann so gesehen alles. Jetzt frage ich mich nur eine Sache. Oh, okay, ich habe Mist gebaut. Und zwar... Hier müssen jeweils zwei Blätter ran. Okay. Habe ich auch zwei Münzen da drunter zu packen? Tatsache. Der Wahnsinn. Beeindruckend. Dann kommt Huschke hier hin. Der chillt hier sein Slide. Und der Captain holt ihn ab. Vom Steg. Und dann können wir hinten theoretisch gehen. Hier geht es einfach direkt weiter. Der Wahnsinn. Irgendwie führt das Ganze dann zu Tom Nooks Haus. Boah, der Wahnsinn. Einfach ist alles connected. Und ich hätte fast das Haus fallen lassen. Everything is connected. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, das sieht cool aus. Da kann man nicht meckern. Okay, dann würde ich sagen, das waren zwei der Animal Crossing Sets. Und ja, ich denke mal, die anderen werden auch noch gebaut irgendwann.